Und ich bin mir auch sicher, dass wir diese Politikwende hinbekommen werden, weil der überwiegende Teil der Bevölkerung diese Politik nicht will. Er will keine Gendersprache. Er will keine Faschingskommandanten, die Politik vorgeben zu machen. Der überwiegende Teil der Bevölkerung will, dass er selber entscheiden kann, wie er lebt und dass er sich nicht von diesen Leuten vorschreiben lassen muss, wie er selbst, wie man selbst lebt, wie man heizt, wie man seine Kinder erziehen soll. Und schon gar nicht, dass man bis im Hals im Wasser stehen muss. So, der Spaß ist vorbei für die Altparteien, denn heute hat die Gründung der Werteunion stattgefunden und das wird eine richtig krasse Konkurrenz für die CDU, die wird damit auseinanderfallen. Denn diese Partei spiegelt die Werte der CDU von vor 20, 30 Jahren wieder und die Leute haben sich nicht so verändert, aber die Politik halt extrem links geworden, alle Parteien, bis auf AfD und jetzt Werteunion. Wenn man Grüne wählt, bekommt man Grün. Wenn man SPD wählt, bekommt man Grün. Wenn man FDP wählt, bekommt man Grün. Und wenn man Herrn Merz wählt, sagt er, er möchte auch mit den Grünen koalieren. Noch dazu kandidiert Maaßen für den Vorsitz und keine andere Partei außer die AfD hat hier irgendwas zu bieten mit jemandem, der wirklich reden kann und der Ahnung hat von dem, was er sagt. Die Maaßen-Partei ist die zweite prominente Neugründung 2024. Anfang des Jahres hatte sich bereits das Bündnis Sarah Wagenknecht, der ehemaligen linken Politikerin, als Partei formiert. Nach Angaben von Vertretern der Werteunion soll die neue Partei bei den Landtagswahlen im September in Brandenburg, Sachsen und Thüringen antreten, nicht aber bei der Europawahl im Juni, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Und Maaßen will sich auch zwischen Union und AfD positionieren. Wir stehen für klassische bürgerliche Werte, die Deutschland stark gemacht haben und die CDU letztendlich auch geprägt haben. Die Werteunion sei für Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie, Toleranz, aber auch für einen Rückzug des Staates aus dem Leben der Menschen. Endlich das Ende der Planwirtschaft und zurück zur freien Wirtschaft, die unser Land groß gemacht haben. Und natürlich versuchen die Altparteien jetzt schon alles, um diese Partei in den Boden zu rammen, denn Maaßen direkt als Rechtsextremist abgespeichert ist natürlich kein Zufall. Man will die Werteunion mit der AfD in die rechtsextreme Ecke schieben, damit da auch nicht zu viele Wähler ankommen, aber das wird nicht funktionieren, denn die Leute haben die Fresse dick. Das ist keine Alternative zum Ökosozialismus, das ist dann nur eine Variante zum Ökosozialismus und die will niemand mehr in Deutschland. Ihnen geht es offensichtlich gut, Ihnen macht es Spaß, immer wieder neue Löcher in den Boden des Schiffes zu schlagen. Unten im unteren Bereich des Schiffes sieht es schon anders aus. Da steht den Leuten das Wasser schon bis zum Hals. Aber offensichtlich hat man es auf dem Sonnendeck in Berlin immer noch nicht begriffen, was da los ist. Das Wasser steht den Leuten bis zum Hals und die Faschingskommandanten feiern weiter. Und das Problem, das wir haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ist, dass die Faschingskommandanten partout nicht gehen wollen. Sie wollen da bleiben, sie wollen sich oben festsetzen, sie wollen sich festketten. Und sie verstehen auch gar keinen Spaß, wenn es um sie selber geht, sie verstehen Spaß, wenn es um andere geht, sie verstehen Spaß, wenn es um Deutschland geht, aber sie verstehen überhaupt keinen Spaß, wenn es um Kritik geht und noch weniger verstehen sie Spaß, wenn es darum geht, dass wir eine Politikwende wollen. Wir wollen die Politikwende, am 1. September hier in Thüringen und in Sachsen und am 22. September in Brandenburg. Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt.